Heute kam in FIFA eine ziemlich interessante SBC raus, und zwar zu Flashback Icardi. Wir schauen in diesem Video, ob sich die Karte lohnt oder nicht. Mauro Icardi spielt für PSG in der Ligue 1, er ist Argentinier, hat solide 4-Sterne Skills sowie 4-Sterne Weak Foot und die Arbeitsraten Mittel-Mittel. Kommen wir zu den Ingame Stats, die sehen ziemlich stark aus. Sein Tempo ist mit 90 solide, für einen Stürmer geht das klar. Richtig gut ist Icardi bei den Schusswerten, die sind wirklich komplett überragend. Sein Stellungsspiel, der Abschluss sowie die Schusskraft sind mit die besten Stats eines Stürmers im ganzen Spiel. Dann hat er beim Passen nur eine 76, allerdings sind die Ingame-Stats eigentlich viel besser, er hat eine gute Übersicht und vor allem einen starken kurzen Pass. Auch der EFE-Wert stimmt. Flanken und gute Freischüsse schießen muss er ja eigentlich eh nicht. Bei den Dribbling-Werten ist er an sich auch ziemlich stark, der einzige Schwachpunkt sind hier vielleicht die 80 bei Beweglichkeit, ansonsten sind die Dribbling-Werte wirklich auf einem richtig krassen Niveau. Dann hat Icardi noch richtig starke Kopfballwerte und auch die Stärke mit 90 ist richtig gut. Abgesehen von der Beweglichkeit sind das wirklich Top-Stats, vor allem für den Stürmer. Beim Chemistry Style würden wir dann mit dem Engine gehen, damit Tempo, Pass und Dribbling-Werte noch weiter gepusht werden. Theoretisch gäbe es auch noch einen Artist, wenn man die Beweglichkeit so wichtig ist, die würde sich nämlich um 15 pushen. Verlinken kann man die Karten natürlich überragend. Es gibt Perfect Links zu Messi und Di Maria, ansonsten gibt es aber wirklich sehr viele starke Karten bei PSG. Die Linkbarkeit ist wirklich top. Für die SBC hat man nur noch 5 Tage Zeit, man muss hier 3 Teams abgeben, 83er Team mit dem Inform, 84er Team und ein 86er Team mit dem Inform. Das Ganze kostet 220.000, aktuell ist der SBC-Futterpreis aber auch etwas hoch, das Ganze sollte man noch etwas beobachten. Neben der Karte bekommt man noch ganz gute Packs mit ca. 10 seltenen Goldspielern. Schauen wir uns mal ähnliche Stürmer an. Es gibt Morales mit der Wildcard, der hat einfach einen extrem guten Preis, ist aber nur mal einen Ticken schlechter. Dann kam vor kurzem die nice Pato SBC raus, der ist auf jeden Fall schlechter linkbar und kostet immerhin 140.000 und es gab die Muriel SBC für 150.000. Ein kurzer Hinweis, wenn dir unsere kurzen Videos gefallen, kannst du sehr gerne ein Abo dalassen und uns so auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Aus der Ligue 1, also der französischen Liga, gibt es Mbappé, die Goldkarte kostet immer noch 900.000. Dann gibt es David Wildcard für 160.000, der ist aber eher noch schlechter. Oder noch Laborde für 35.000, der ist aber deutlich schwächer. Unsere Community ist hier klar bei dem Machen, einfach weil die Werte richtig stark sind und der Preis voll in Ordnung geht. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Icardi hat wirklich starke Werte, gerade die Schusswerte sind komplett gestört, dazu ist aber auch das Dribbling echt stark. Dazu sind die Ingame-Passwerte deutlich besser als nur 76. Seine einzige Schwachstelle ist die Beweglichkeit, die kann man aber noch ganz gut pushen. Dazu ist Icardi auch wirklich top zu verlinken. Im Vergleich zu generell anderen Karten ist der Preis in Ordnung, aber im Vergleich zu anderen Ligue 1 Spielern ist der Preis wirklich top. Wir würden also machen sagen, das ist wirklich eine krasse Karte. Was ist deine Meinung zu Icardi Flashback? Schreib uns das unbedingt in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.